besten gleich hier rechts. Das verwirrt mich zutiefst. Hier geht's auch nur hoch. Nee, hoch will ich nicht. Ich will rein. Es war doch irgendwo, wo wir dann drin durchgehen konnten, oder nicht? Es gibt keinen Weg rein. Aber wie bin ich denn... Hä? Gut, leg das Auge mal ab. Da geht's doch rein, oder nicht? Komm her. Laufen wir noch mal eine Runde. Ne, hier geht's nur runter. Ich will das Auge auch nicht zu lange alleine lassen, nicht, dass das einfach verschwindet. Ja, aber nicht. Sei stark. Dann war das bestimmt irgendwo in einem Untergrund. Sprich noch tiefer. Komm mit, Äuglein. Wir gehen mal nach unten. Da ist es doch. Oh, und den langen Weg? Ja gut, okay, ich könnte ein Mobil nehmen und das Ganze rüberfahren, immer von einem Platz zum anderen, aber puh, ist trotzdem ganz schön viel, zumal man ja dann trotzdem Treppen steigen muss und sowas alles. Hey, ich habe ein Auge für dich. So. Du hast mir ein Auge zurückgebracht. Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Ja, wir haben alle runtergeworfen, also insofern wird das kein Problem sein. Muss man gerade gucken. Auf der Karte. Uff. Das sind natürlich jetzt vier verschiedene Plätze und ich weiß jetzt nicht, von welchem Platz aus ich komme. Ich glaube, ich kam von da. Das heißt, wir können uns einfach zu der Wurzel porten. Dann müssten wir eigentlich hinter der Wurzel auch direkt das nächste Auge finden, das wir dann mit rüberbringen. Heißt, wieder in den Keller laufen und dann den Rest machen. Auch noch die anderen beiden Augen. Dadurch, dass euch wahrscheinlich diese beiden Augen, die ich jetzt mache, die zweite und dritte Variante, sehr lange vor mich hintragen werde, ist das nichts, was ihr sehen müsst. Ihr wisst ja ungefähr, wo es ist und wir sehen uns gleich wieder. Ich schneide das kurz raus. Bis gleich. Guti, hoffen wir, dass es funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Wir werden jetzt unseren Gleiter hier mit drauflegen und dann losdüsen. Auf geht's. Okay, 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 es hält noch. Mit den Ventilatoren ist es natürlich nicht ganz so easy, aber ich gebe trotzdem mein Bestes, dass wir da einigermaßen ankommen. Das ist das letzte Auge, meine Lieben, das auf uns wartet. Beziehungsweise eigentlich wartet ja die Magierstatue auf uns, aber Bums. So, du kommst her. Dankeschön. Oh, und dann haben wir es geschafft. Und ich bin gespannt, was wir dann bekommen. Was unsere große Belohnung ist, nicht, dass ich gegen diesen Riesenkerl jetzt kämpfen darf, denn die Statue hat hier oben nur ihren Kopf. Das rechts und links sind die Arme und der Körper geht noch ziemlich weit runter. Das ist nicht nett. Das sieht auf jeden Fall nicht nett aus. Und
Zack. Hab reichlich Dank dafür, dass du meine Augen zurückgebracht hast wahrscheinlich. Denn ihnen wohnt mein Geist inne. Hör mich an, denn nun kann ich zu dir sprechen. Vor Urzeiten wurden meine Augen gestohlen und versiegelt. So wartete ich auf jenen, der meine Stimme zu hören vermochte und meinem Ansinnen nachkommen würde. Lass mich dir nun deine Belohnung angedeihen, wie ich es versprach, zum Dank für deine Mühen. Welchen Wunsch darf ich erfüllen? Herzcontainer oder Ausdauercontainer? Ja, Herz. Dann lass mich dir die Stärkung deiner Wahl zukommen. Einfach so? Ja, nehme ich, danke. Ist ja im Prinzip auch so wie vier Schreine da mit den vier Augen, ne? Also von daher passt das ja. Sehr gut. Dein Wunsch wurde erfüllt. Du, der du die vier Augen wieder zum Leben erweckt hast, in denen mein Geist haust, bring sie mir. Bring mir jene Seelen, Irrlichter. Es scheint, als seist du meinen Brüdern bereits begegnet, so bitte ich dich um ein wenig Geduld. Meine Macht und die meiner Brüder erschuf das Erinnerungsgewand. Bringe mir ein angemessenes Opfer dar. Erinnerungsgewand. Oh mein Gott, ja, will ich haben, Dankeschön. Ah, oh, das ist aus Breath of the Wild, unser Reckengewand. Cool, sehr, sehr cool. Und den Seewind-Bumerang, den es wahrscheinlich aus Wind Waker gab, den haben wir auch. Ein Bumerang, der einer Legende zufolge einem Helden gehörte, der das große weite Meer bereiste. Er riecht schwach nach Salz. Solltest du wandernde Seelen in Hülle und Fülle mit dir führen, so erscheine erneut vor mir. Ja. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Also unten gab es noch eine Hose, die Untertagehose, die haben wir jetzt auch. Das ist schon mal schön. Wir wollen ja einmal kurz sortieren. Dann haben wir nämlich die beiden schon mal zusammen. Da fehlt mir noch das ganz normale Oberteil. Das fehlt mir definitiv. Das Erinnerungsgewand. Schön, dass wir das jetzt haben. Ist, wie gesagt, aus Breath of the Wild. Wir haben die Dunkelgewänder. Ja, kann man sagen, Ocarina of Time gab es den auch. Und zwar im Wassertempel. Dann haben wir Ocarina of Time, Skyward Sword, Twilight Princess und Wind Waker. Schön! Och Mensch, das gefällt mir. Also es gibt hier sehr, sehr viele Rüstungen zu sammeln und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir uns denen dann auch so widmen dürfen. Sehr schöne Sache, freut mich sehr. Aber jetzt kommt noch ein Schrein hinterher, damit wir dann die Folge auch wirklich füllen können und das ein oder andere zeigen können, denn das mit dem Zauberer hier hat ja nun lang genug gedauert. Aber es ist toll. Wir haben einen neuen Herzcontainer und wir haben jetzt das Erinnerungsgewand. Mit diesen ganzen Dingen werden wir uns natürlich jetzt darum kümmern, dann auch den Rest zu machen. Ach so, warte mal. Nee. Ich mache den Schrein, aber da muss ich nochmal in die Zentralmine. Da war noch ein Objekt, ich glaube, mit dem ich reden sollte. Denn die anderen Objekte haben immer gesagt: Oh, schön, dass du da bist, aber hättest in der Zentralmine noch eine Quest erledigen sollen. Da ist eine Kiste drin. Da kann ich reinklettern. Das ist nicht das Problem. Ich hoffe, da ist was Schönes drin, was ich auch wirklich gebrauchen kann. Wir sind ja, was das angeht, völlig begabt, ne? Ich weiß, ich wollte eigentlich in den Schrein, aber hö, eine Kiste. Was? Egal. So, das Schöne ist, wir können auch wieder rausklettern. Alles ist gut. Her damit. Große Sonau-Energiesphäre. Damit können wir natürlich die Gegenstände, die wir mit Strom bedienen müssen, auch noch länger und weiter mit Strom bedienen. Aber ganz ehrlich, wir haben mittlerweile drei Batterien, also die eine vom Anfang plus zwei weitere vollgemacht. Das reicht für eine ganze Weile. Damit kann man eine ganze Weile durch die Gegend fahren, fliegen, wie auch immer man unterwegs ist. Und wenn ich irgendwann mal, ich sag mal, so vier, fünf Batterien habe, ich glaube, dann werden wir uns auch ein Konstrukt zulegen und bauen, mit dem wir einfach mal die ganze Welt bereisen können. Das wird so schön. Da kann man schön durch den Untergrund düsen und machen und tun. Federleicht. Ja, okay, ich muss hoch segeln. Das sieht schon mal einfach aus. Okay, und dann haben wir diese Teile.
Ich habe keine Ahnung, wie man die bedient. Okay. Damit sind wir schon mal bis hierher gekommen und da hinten scheint auch noch was zu sein. Kiste habe ich bisher noch nicht übersehen. Da geht's noch weiter. Da muss auch die Kugel rein. Und da oben ist der Schrein. Okay, ich verstehe. Gut, dann nehmen wir jetzt das Teil. Stellen es hier mit ran. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Jetzt brauchen wir die Kugel und nehmen die mit rüber. Ja, bleib erstmal hier. Nehmen die gleich. Jetzt nehmen wir erstmal das Teil. Tschüssi. Ja, sehr weit, aber sie fällt dort rein, wo sie rein muss. Perfekt. Wieder zurück und nochmal. Weil das Tor aufgegangen ist, hat sich mein Trampolin zerlegt. Und ich bin nicht rübergeflogen. Jetzt aber. Na also, geht doch. Und hier drin ist ein Doppeltrampolin. Ah, okay. Damit werden wir extrem hochkommen. Ich weiß nicht, ob da oben irgendwas ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich dort eine Schatzkiste befindet. Deswegen werden wir es mal versuchen. Okay, ich muss noch höher. Keine Lust, die ganzen Herzen zu verlieren oder zu sterben hier im Schrein. Das wäre schlecht. Dann nehmen wir dich auch noch mit dazu. Ich muss dich noch einmal zurückschnallen. Das wäre ein Trampolin. Ein dreifaches Trampolin. Zack. So, du kommst mit. Okay, na nun bin ich ja gespannt. Immer noch nicht hoch genug. Achso, hier oben ist auch nichts. Echt nicht? Keine Kiste, kein Nichts? Habe ich irgendwas verpasst? Wahrscheinlich ist oben noch was. Nimm dich mal mit, Trampolin. Ja, ja, bleib zusammen. Dann packe ich es hier rauf. Ach Gott, und die Kugel. Ich weiß nicht, ob die auch noch irgendwie hoch muss. Ich lege die jetzt erstmal hier vorne mit ab. So, dankeschön. Und guck mich selber oben um. Gut, da haben wir die Kiste. Nehmen wir erst die Kiste und im Anschluss holen wir uns noch den Schrein zu Ende und dann sind wir soweit durch. Dann haben wir das hinter uns, eine Schleichmediziner. Die hättet ihr euch sparen können. Na gut, ich will nicht undankbar erscheinen. Ich sollte froh sein, dass ich überhaupt was kriege. Auf geht's. Hui, und schon sind wir angekommen. Haben den Schrein gelöst. Natürlich, wie immer. Wir sind gut. Und vor allem haben wir jetzt auch wieder ein weiteres Segenslicht. Bald gibt es wieder ein weiteres Herz. Und dann bin ich super glücklich. Dann haben wir nämlich schon
Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich wollte jetzt gerade zählen. 3, 6, 9, 12, 13, 14 haben wir dann. Ja, wir kommen den 15, das heißt der ersten Vervollständigung der ersten Reihe, sehr nahe. Das ist gut. Und jetzt in die Zentralmine. Das muss ich mir nochmal angucken. Das habe ich völlig außer Acht gelassen. Ist das Nydra da oben? Ja. Den weißen Drachen sieht man wahrscheinlich nicht mehr wieder. So, dann nochmal in die Zentralmine. Verlassene Zentralmine. Genau, da will ich hin. Ist egal, welche Zwiebel wir dafür nutzen, welche Wurzel. Und dann will ich unbedingt mit diesem einen Objekt reden, was dort steht. Das muss ja irgendwas Wichtiges sein, wenn mir andauernd die Viecher sagen, ja, komm nochmal wieder, wenn du in der verlassenen Zentralmine warst. Wo ich so denke, super, ich finde euch doch nie wieder. Klar, hätte ich markieren können auf der Karte, aber... So, einfach geradeaus. Ach, wir haben schon so viel gefunden. Ich bin sehr glücklich. Schade natürlich, dass die aufgestuften Dinge nicht aufgestuft bleiben von Breath of the Wild zu Tears of the Kingdom. Ja, manche Rüstungen haben wir dort ja schon gehabt. Egal, ob es jetzt das Reckengewand ist oder auch die Schleichrüstung. Die hatten wir damals ja auch. Die Sora-Rüstung. Die Antibrandrüstung, die man aufstufen konnte. Das Gerudo-Gewand konnte man nicht aufstufen. Aber ich glaube, das gibt es ja auch nicht. Das ist ein anderes Gerudo-Gewand, was man hier bekommt. Das habe ich schon mal gesehen. Aber ich weiß noch nicht, wo wir es kriegen. Wahrscheinlich dürfen wir es irgendwo dann kaufen. Wie alles. So, sehr schön. Irrlichter haben wir auch. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür ich die sammeln soll, aber wir nehmen sie mal mit. So, hier sind wir wieder bei der verlassenen Zentralmine. Inneres Hyrule-Untergrund. Und da war dieses Konstrukt, das ich bedienen soll. Mal sehen, was es will. Moin, Leute. Nanu, hast du dich auch erfolgreich beworben? Warum sollte hier sonst jemand angedackelt kommen? Jetzt habe ich es fast verpatzt. Also, ach, vergiss es. Lass uns lieber über den Text, diesen Text reden, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wenn das stimmt, was da steht, müsste diese Statue uns ermöglichen, eine Macht der Götter einzusetzen. Macht der Götter? Genau. Diese äußerst seltsame Statue aus Stein ist nichts anderes als eines der sagenumwobenen Konstrukte. Ich habe hier einen Text, der diese sogenannte Macht der Götter sehr detailliert beschreibt. Da steht, mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen kannst. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Das heißt doch, dass man alles, was man einmal gebaut hat, im Handumdrehen wieder erzeugen kann. Mit so einer Macht könnte die könnten wir das Land schnell und unaufhaltsam erforschen. Diesem Text zufolge sollte das Konstrukt diese Macht verleihen können. Ich würde es so gerne irgendwie dazu bringen. Okay, ihr seid von den Jäger und ich muss gegen euch kämpfen. Lass das. Bitte aufhören. Ja. Ist klar. Ein Speicherpunkt. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle, diese für Forschungen im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Ach, dafür auch die Jägerbaupläne, die man unterwegs findet. Bautomatik. Träume ich? Oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen kannst. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Bei dem auf dem runden Podest ist ein Rad abgefallen. Und das auf dem quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf dem runden Podest zu reparieren? Dann sollte es auch kein Problem sein, das auf dem quadratischen Podest wieder funktionstüchtig zu machen, oder? Also, zeig doch mal deine wunderbare Macht und mach unsere Fahrzeuge wieder flott.
Kannst du das zuerst bei dem auf dem runden Podest probieren? Baupläne. Gut, nehmen wir erstmal das hier. Ach ne, andersrum. So. Oh, es hat funktioniert. Das abgefallene Rad ist jetzt wieder dran. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Deine Reparatur des total kaputten Fahrzeugs auf dem quadratischen Podest. Na los, zeig uns, was die Macht der Götter wirklich kann. Ach so, ach, das wird im Verlauf hinzugefügt. Ah. Oh, das ist cool. Nur unglaublich, sehe ich etwa doppelt? Und es war auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Dann stimmt es also, was in dem Text stand. Die Macht, unfassbar. Meister! Aha. Also gibt es sie wirklich. Oh, Meister Koga. Gute Arbeit, ihr beiden. Und da, du da, Schwertkämpfer, du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast was bei mir gut. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du. Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinem allergrößten Feind. An dir, Link! Endlich treffen wir uns wieder. Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber, wir sind durch das Schicksal verbunden. Hör meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister, der Jäger. Der Starke, auch im Untergrund für alle Zeiten unübertreffliche... Koga! Anführer der Jäger. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt! Wir rackern uns hier ab, um Zeugs in herrlicher und ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein. Seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du, sie zu stehlen. Nachdem es jetzt so weit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Kannst du alles erschaffen. Mach dich bereit! Sein Ernst? Ach, ich brauche mal ein anderes Schwert. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Autsch. Okay, er hat ein neues Gefährt. Okay. Eins hat er noch. Wow, jetzt düster aber durch die Gegend. Okay, hinten raufspringen. Oh, fast. Und die Macht des Masterschwerts geht schon wieder zur Neige. Dabei habe ich es gar nicht verwendet. Großartig. Ja, verdammt.
Hätte ja klappen können. Wo ist er hin? Da. Ach so. Ach, jetzt hat er ein Schutzschild drin. Das auch noch. Ah, jetzt haben wir ihn aber. Ach, und die Macht des Masterschwerts ist zur Neige gegangen. Ja, ein pertinenter Wicht. Was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal, der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die spitzen Lauscher auf, denn ich hab dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und? Ich hab dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also, ich muss dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnapp ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Falls du vorhattest, mir zu folgen, vergiss es! Nun, ich könnte mich hinporten und wäre schon da. Aber wir kriegen eine Kiste. Du bist aber lieb. Kogas finstere Pläne. Enormer Sonau-Energiekristall. Ui! Link. Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich habe heimlich eurer Unterhaltung gelauscht. Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folge dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu gelangen. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erstmal in Richtung dieses Lichts dort loslaufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen. Sprich zu diesem Zwecke bitte einmal mit einem meinem Artgenossen da drüben. Was willst du mir denn vermachen? Das klingt ja, als wenn du stirbst. Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich versteckte mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut, da du über die Bautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplansteilplatten überreichen. Aha, Flugzeug. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Du solltest nun mit Hilfe der Bautomatik ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst. Mit Hilfe von Bauplansteinplatten kannst du sogar Objekte anfertigen, die du noch nie zuvor gebaut hast. Ich hoffe, du wirst großen Nutzen daraus ziehen. Okay, Koga wurde hinzugefügt. Das Masterschwert ruht nun. Das Flugzeug kann gebaut werden. Allerdings hat es kein Steuer. Wenn ich hier durch die Gegend segeln soll, dann brauche ich noch ein Steuer. Sonst wird es schwierig. Oh, und hier kann ich noch ein bisschen was einkaufen, wenn ich noch Sonanium habe. Das wäre ganz praktisch. Gucken wir mal. Großes Sonanium? Nee, habe ich nicht. Aber hier habe ich noch 3. Pff. Ja, dafür könnte ich höchstens ein Sonanium kaufen. Ein Kristall, so. Aber trotzdem, ohne Steuer fliege ich hier nirgendwo hin. Interessant. Das heißt, wir kriegen verschiedene Baupläne zur Verfügung gestellt, mit denen wir dann die jeweiligen Dinge fertig machen können. Gut, das lässt sich einfach kapieren. Das hab selbst nicht drauf. Haben wir hier oben noch irgendwas Wichtiges? Wenn das eine Zentralmine ist, dann wird ja hoffentlich alles hier sein. Sprich auch das ein oder andere an Batterieerweiterung. Würde ich nämlich jetzt auch gerne nochmal durchführen, aber nee, sieht nicht so aus. Das ist nur ein Türmchen. Gut, dann haben wir hier soweit alles, werden uns demnächst nur noch um die Schreine kümmern und ich hoffe natürlich, dass die Folge so geschnitten werden kann, dass ich daraus 2 oder 3 machen darf. Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank fürs Ansehen von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann gehen wir erstmal die letzten Schreine machen, die hier oben noch alle voll sind, übrig sind, die gemacht werden müssen, um uns noch so 2, 3 Herzen zu sichern. Bis gleich. Wow, dieses Video hatte genau das, was ich sehen wollte. Ich muss gleich ein Abo und ein Like da lassen. Und ich muss das nächste Video sehen.